Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Na gut, bist du ready? Jo. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 Manager 22. Renn Nummer 5 steht an Miami. Winkt ja in der Mitte vor auf uns hinzu, hin. Hallo, winkt. Und wer auch winkt, ist der Valvo. Hallo, Valvo. Na, ich wink ja gar nicht. Hallo. Okay, wink ich. Hallo. Warum winkst du denn nicht, Mann? Hallo. Ich wink den Walter. Ich hab diese Begrüßung schon so verkackt und dann winkst du nicht mal. Verdammte Scheiße nochmal. Hallo, Kenny. Hallo, Valvole. Miami. Renn Nummer 5. Welcome to Miami. In New Miami. Mit mega viel Geld. Den letzten Cent rausgequetscht. Wir hatten jetzt die Fabrik gebaut. Und ich glaube, für den Rest haben wir uns noch irgendeinen Flügel noch gegönnt. Was ja, gerade noch so jemand ging. Noch in der Entwicklung gestellt, oder? Oder nicht irgendwann? Frontflügel, ja. Ich glaube, ohne irgendwie Bonus, sondern einfach nur alles reinklatschen, damit es gerade noch klappt. Mhm. Ja, da jetzt auch die Entwicklung für die nächste Saison schon losgeht, müssen wir halt gucken, ne? Mhm. Ja, wollen wir das in Anspruch nehmen. Jo. Und wie wir uns da dann aufteilen, dadurch, dass wir jetzt die Fabrik, glaube ich, bauen, ne? Mhm. Haben wir dann immer die Möglichkeit, das alles so ein bisschen besser aufzuteilen, aber so, nächstes Jahr gesprochen, irgendwie Hälfte für jetzt und Hälfte für die kommende Saison oder sowas, ne? In der Richtung. Mhm. Wo man dann mal schauen muss, wie viel Sinn das ergibt und wie gut wir da voranschreiten. Wie viel Kohle wir überhaupt noch haben. Ja, ich meine, mit jedem Rennen verdienen wir 30. Da. Ach was. Vorstandsbüro ist ein Loch drin, scheißegal. Hubschrauberlandeplatz ist vermüllt. Trophäenraum eingestürzt. Die zwei abgestürzten Hubschrauber liegen auf dem Hubschrauberlandeplatz rum, hat auch keiner beiseite gefegt. So. Beim Trophäenraum ist noch gar niemandem aufgefallen, dass da alles im Argen liegt. Weil halt nie jemand drin ist, keiner muss da rein. Ob die Regale wohl zusammengebrochen sind, weil die so schwer sind, so viel tragen müssen. Ja, so belastet mit allem, ja. Das ist wahr. Mit den Spinnweben. Obwohl, wir waren ja mal nah dran. Wir waren nah dran. Ja. Aber dann hat Gasly sie weggedreht. Ja, genau. Apropos, wir sind auf Platz 6. Das ist das, was der Vorstand auch sehen möchte. Gasly auf Platz 9 in der Fahrer-WM mit 13 Punkten und Duan 0. Danke, Duan. Für diese große Mühe, die du dir gibst. Stets eine Hilfe, wie immer. Ballauster Arsch. Na dann, ab nach Miami. Mit diesen positiven Worten. Na klar. Können wir gleich dort lassen, der Duan. Wir sind im Bundesstaat mit 12 Monaten Sommer. Der große Preis von Miami ist in Florida. Im Miami International Autodrom. Den Straßen der Miami Gardens wird durch das Gebrüll der Motoren Leben eingehaucht. Jetzt wird es gleich richtig spannend. Spektakel lautet diese hier in Miami und die Arena liegt in der Mitte dieser Strecke. Mit langen Geraden und S-Kurven, die Suzuka Sektor 1 nicht unähnlich sind, kann das richtige ERS-Management den Fahrer sicher zum Sieg verhelfen. Die Saison hat gerade erst begonnen, aber das bedeutet nicht, dass man sich zurücklehnen und entspannen kann. Alles steht auf dem Spiel und nichts ist in dieser Phase sicher. Was wird dieses Wochenende passieren? Die Zeit wird es zeigen. Der hat schon ist in dieser Phase sicher. Du ins Job auch nicht. Der hat schon wieder seine Kontaktlinse unterm Auto gesucht, der Mechaniker. Oh. Irgendwo sind sie doch. Naja, das Gebrüll der Autos. Roar. Und es scheint trocken zu bleiben. So quietscht meine Alte nicht mal, wenn ich sie im falschen Loch erwische. Und wir sind gleich wieder da. Und noch der Duhen? Ah ne, der Westi. Jo. Ist unser Investiment in die Zukunft vielleicht. Gott. Oh, Virtual Safety Car zu Noda als welche Schmisse. Ah ne, das ist Boxen, oder? Car, slow down. Es gab einen Unfall. Klingt nach nur einem. Doch, zu Noda. Oh, okay. Die Wiederholung an. Schauen wir mal genau hin. Hey, Williams, genau. Ach ja. Müssen wir auch so noch dran gewöhnen. Alter! Oh. Nice, schön gemacht, Yuki.
Da haben wir ordentlich einen reingejuckt, ey. Wie viel haben wir denn? Wie viel Prozent Auto-Setup? Boah, okay. 86. Naja. Das kriegen wir sicher noch schlechter. Los mit dir schon mal richten. Weil es immer so gut wird. Das weiß ich noch. Nachdem das dritte und letzte freie Training abgeschlossen ist, geht es nun ins Qualifying. Für die Teams, die auf Punkte im morgigen Rennen hoffen, ist das Qualifying eine großartige Gelegenheit, die Konkurrenz zu überflügeln. Egal, ob ein Fahrer normalerweise Spitzenreiter oder Nachzügler ist, jeder Gewinn heute verschafft ihm mit Sicherheit einen Vorteil im Rennen. Schnallen Sie sich an, das ist DF1! Bist du schon angeschnallt, Kenny? Bist du schon ganz nervös? Ich bin super angeschnallt. 9. und 11. Oh, Duhen! Herr Duhen! Was haben sie denn da tun? Das ist ja Wahnsinn! Das war's ja selber nicht. Schneller kann er nicht. Das war das Beste, was wir in dieser Saison von ihm sehen. Muss er sich erstmal regenerieren. 82,90. Okay, nein. Mit 82%? Der Gasly versenkt. Wer weiß, was Gasly da angestellt hat. Na, Strafe gab es in der Fall keine. Das ist schon mal ganz gut. Okay, trocken. Dunkle Außen. Ja. Außen mit den Depf. Heute gibt's auch echt einen Martin-Seidel. Lecker. Nein, nicht los von Perez. Lass das. Vettel. Nein, ihr Penner. Los das doch. Wir wollen doch eine Runde fahren. Oh, wie viel Spaßerlacken haben wir denn da jetzt vor uns? Wohl so direkt bauen sind sie ja nicht. Na, doch. Oh, noch. Shit, okay, ich habe den einen Punkt, habe ich nicht gesehen. Ah, super geil. Danke, Perez. Perez ist der, der da vorne ist. Boah, Gott, kostet uns der gerade. Scheiße, ja. Die Zeit ist mal voll für den Arsch. Soll ich ihn gleich reinholen? Nee, lass ihn mal ruhig eine Zeit setzen. Und wie viel ist der Unterschied? Jetzt kommt der blöde. Ja, genau, bremst einfach mitten in der Kurve. Ja, ja. Oh Gott, ja, komm, hol ihn rein, ey. Das Ding ist gelaufen, ey. Ja. Alter Schwede, da haben wir mal richtig Glück gehabt, ey. Alter, wie viel kann man denn noch bremsen, Alter? Duhen, kommt der besser weg? Hat er zumindest eine bessere Zeit als Dingens hier, aber ach, jetzt steckt er da wieder beim blöden Williams rum, ne. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen? Okay. Trotzdem wird eine Zeit genommen. Aha. Sind zu spät wahrscheinlich reingeholt, oder? Also den habe ich gleich im zweiten Sektor schon reingeholt, den Gasly. Okay, dann ist er wahrscheinlich in der Box über die Start-Ziellinie gefahren. Yay, okay, wir haben zumindest mal eine gezeitete Runde. 3 Sekunden langsamer als Duhen. Das ist 5 Sekunden langsamer als das Fell. Boah, 11 Sekunden langsamer? Was zum Teufel? Was ist da denn passiert? Alter. Sollen wir neue Reifen aufnehmen? Nee. 90%. Ich würde die jetzt einmal durchbrezeln, ja, so damit jetzt einmal heizen, dass er da eine Zeit fährt, ey. Alter, wir haben 11 und 14 Sekunden Rückstand. Fast 15 Sekunden. Ja, da war das halt wirklich nach der Box. Start und Ziel. Oh.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sollen wir jetzt gleich rausgehen? Ist auch kacke. Es fahren zu viele. Aber schick mal raus. Zumindest, dass sie irgendwie... Warum fahren die nicht in die Box? Oh, doch, doch, fahren schon raus. Das passt schon. Achso, ja. Du und wir gar nochmal überholt von Rot Blau. Mhm. Nein, 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 nein. Nicht überholen lassen. Lass das blaue Männchen nicht überholen. Ja, das schaut gut aus. Bei ihm schaut's gut aus. Duhen hat irgendwen vor sich. Ein Hase, okay. Schlechter als eine absolute Katastrophe. Alter. Wow. Okay. Bringt das einfach heim. Uiuiui, ey. Komm schon, ey. Ja, sehr gut. Ach da, okay. Bei Duhen wird's bitter. Ja, Duhen ist eine Katastrophe. Hatte der so viel Verkehr? 16. Boah. Ich meine, immerhin schon mal keine 11 Sekunden Rückstand mehr, aber trotzdem, ey. So, jetzt ist die Frage, eigentlich könnte man noch mal rausschicken, oder? Duhen zumindest. Frische Reifen. Ja, Duhen muss es noch mal versuchen, ja. Gasly kann eigentlich bleiben, oder? Ja, Gasly würde ich jetzt auch nicht schicken. Der hat den Reifen jetzt einmal durchgerockt für den Stint und fertig. Oder sollen wir mal auf den Kackreifen noch mal rausschicken? Naja, der steht ja nicht besser. Wahrscheinlich nicht. Da ist er. Mittendrin im Spaß. Ja. Stroll zu Nuda, Ricciardo, Elben da hinten. Okay, ja, die bleiben wahrscheinlich auch da hinten. Ich gerade zum Kenny gesagt, McLaren ist so unser direkter Gegner, was die Punkte betrifft. Beide 13 Punkte. So, immerhin eine grüne Zeit. Kann auch ein bisschen was gehen. Ich weiß nicht, was er vorher gefahren hatte. Aber bisher sieht es mal ganz gut aus. Eventuell 1,30 ist er gefahren. Ja, die Sektoren meine ich an sich. Ah. Schade. Na, zwar verbessert, aber leider nicht platzierungstechnisch. Nicht ausgereicht. Stattdessen nochmal einen Platz nach hinten gerutscht. Den Hülsenhügel haben sie überholt, aber dann selber geschnupft worden vom Elben. Gerade vom Elben. Ja. Oh Gott. Bottas noch Trainingsbestzeit gehabt und jetzt Platz 15. Und Gasly auf der 10. Na gut. Haare eliminiert, was? Mit dieser 1,30,000? Wie geht denn das? So, dann haben wir jetzt Gasly in der 2. Copy. Hm? Was meinst du? Gasly jetzt in Q2. Ja. Mal schauen, dass wir den noch in Q3 gezogen kriegen irgendwie. Weißt du, soll man das Risiko gehen und den erst am Schluss einmal fahren, ja, oder wollt ihr ihn sofort los? Ja, in der Mitte vielleicht mal. Ja, zum Schluss. Ja. Ich fahre Grip normal, Grip hoch.
Mal schauen, vielleicht kriegen die noch den Reifenabrieb höher. Reifenabrieb hoch ist aber nicht gut, oder? Je höher der Abrieb, desto höher ist ja der Verschleiß. Da riecht. Der Kenny. Der kennt sie so gut aus. Dafür bin ich doch dabei. Geil. Okay, ich glaube, die kommen alle rein. Dann schicke ich nochmal los. So. Atage. Und der Peres aufzuhalten ist auch nicht schlecht. Aha, können wir uns noch revanchieren. Okay, geh die rein. Freie Runde. Für den Herrn Gasly. 29,6, glaube ich, war es im Q1 bezahlt. Schuh hat mal die Zeit ordentlich verkackt. Er hat Verkehr gehabt wahrscheinlich. Und wir sind in der letzten Kurve. Oder Kurvengeschlängel da. Und 29,5, okay, ja, besser als im Q1. Mal gut. Auf der Platz 7. Was steht da bei... Ah doch, hier, Reifenabrieb hoch ist grün. Und für das ist doch was Gutes. Ich kenne mich da aus. Aber machen wir keinen Sinn. 9. Oh, Reifenabrieb. Okay. Ja, geil. Q3. Gut klappt. Ja, mit der Zeit von vorher wäre man nicht weitergekommen wahrscheinlich. 26. Das stimmt. Und, ja. Ja, aber sehr gut. Hat ja nochmal geklappt. Glück gehabt. Bottas war gerade wieder Erster, oder? Bin ich versehen. Weiß nicht, habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet. Ich habe eher geguckt, wo wir unten sind. Radio check, okay. Green light. Ja, dann fahren wir mit denen, oder? Dann haben wir noch einen Softsatz für Pysoleni. Oder, Kenny? Überleg gerade. Oder wollen wir gar nicht mehr rausfahren? Doch, rausfahren müssen wir. Aber ich überlege gerade, was Sinn macht. Auf den abgelatschten? Achso, schon auf 9, oder? Ja, definitiv auf 9, klar. Mhm. Jetzt ist jeder eine Zeit gefahren und kommt rein, dann schicke ich ihn raus. Ja. Möglichst freie Bahn, möglichst gute Strecke, glaube ich, da passt wohl. Ja. Passt. Oder Tage, jetzt komm schon, Pierre. Von denen haben alle recht gute Zeiten gesetzt. McLaren ist schon ausgeschieden, das ist schon mal sehr gut. Boah, das ist auf der 2. Der überperformt wieder. Der lässt den Vettel noch älter aussehen, als er ist. Den Teamkollegen. Ja. Den 9. So, schauen wir mal, was haben wir? Oh, haben Platz 9, okay. 24. Okay. Was ist da? Was meinst du? Entschuldigung. Okay. Oh, sie haben zerrissen. Aber fast. Aber so zwischen den beiden Alpinen, das ist, glaube ich, da, wo wir uns aktuell einreihen können, glaube ich. Mhm. Wenn wir jemanden hätten, der auch noch punkten würde neben Gasly, hätten wir die als Konkurrenz auf jeden Fall.
Ocon? Ja, okay, passt. Naja, irgendwie ist immer sehr häufig Neunter, kommt mir vor. Das ist dabei so unseres offenbar. Ja, und du, Herrn. Hat auch der genommen. Bottas wieder auf der 2. Sprengt das Red Bull Duo. Die Startaufstellung ist komplett und alle warten gespannt. Aber das ist keine Überraschung. Guck mal, ein Frontflügel. Es ist Renntag. Aston Martin hat gute Arbeit geleistet und steht nach dem Qualifying genau dort, wo das Team von allen Experten erwartet wurde. Jetzt geht es darum, die Erwartungen im Rennen zu erfüllen. Alpine konnte im Qualifying zwar nicht restlos überzeugen, das Team hatte aber eine passable Leistung abgeliefert. Im Rennen stehen ihnen noch alle Möglichkeiten. Ach, der schaut ja gruselig aus. Es gibt viele Wolken hier. Die Teams starren gebannt zum Himmel und achten auf erste Anzeichen von Regenfällen. Man braucht für das heutige Rennen wohl eine überaus flexible Strategie. Huch. 57 Runden. Oder sagen Sie das nur? Miami auf die Fahrer. Möge der beste Mal schauen, ob es da regnen soll. Sie haben es eigentlich ja so ein bisschen, also eben bedeckt vorhergesagt. Aber mal schauen, ob es vielleicht regnet. Ich glaube nicht. 29 Grad angeblich. Okay, ja. Sollen wir da einen Cut machen? Wobei wir sind da echt sehr schnell durchgeballert eigentlich. Ja, an sich können wir auch. Weißt du, wenn du möchtest, mach den Cut an. Macht das Sinn? Was ist von der Zeit her? Also 16 Minuten haben wir jetzt und da habe ich das Training auch mit aufgenommen. Okay. Also. Ja, egal. Sonst schneide ich es dann nach raus. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zum Rennen. Danke, den Kenny, fürs Dabeisein. Danke auch, Mr. Wallwulle. Bis zum Rennen. Tschüss.